Hallo und herzlich willkommen. Hier bist du wieder richtig bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir der Frage nach, was begeistert mich eigentlich am Handel mit Optionen? Ich habe kürzlich eine E-Mail bekommen und da hat ein, ich weiß gar nicht genau, ob es ein Kunde war oder ein Interessent, auf jeden Fall jemand, der auf uns aufmerksam geworden ist, der hat mir eine E-Mail geschickt und hat gefragt, Jens, du machst das ja jetzt schon relativ lang und so ganz unerfolgreich scheint das ja auch nicht zu sein. Warum verkaufst du denn eigentlich immer noch Optionen? Also was begeistert dich denn nach so vielen Jahren immer noch am Verkauf von Optionen? Ist das nicht ein Thema, was dann mit der Zeit eigentlich so ein bisschen langweilig wird? Und als ich diese E-Mail gelesen habe, wollte ich ganz spontan natürlich antworten und habe dann erstmal überlegt und habe gedacht, was ist es denn überhaupt? Was begeistert dich denn wirklich am Verkauf von Optionen? Also was ist denn das, warum du das immer noch so gerne machst? Und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir dann eine Situation ein, die relativ kurz davor, ich glaube ein oder zwei Tage davor, erst an den Märkten war und mit der ich im Grunde genommen alles ausdrücken kann, warum mich der Verkauf von Optionen, also nicht nur speziell der Handel von Optionen, sondern besonders der Verkauf von Optionen, auch nachdem ich das jetzt schon 12, 13 Jahre mache, immer noch so begeistert. Man könnte ja denken, es ist einfach die Tatsache, dass man sagt, naja gut, ich verdiene Geld damit. Aber es gibt ja viele Punkte, wo man im Leben Geld verdienen kann. Und ich hatte auch schon mal einen Beruf, ich war ja Versicherungskaufmann, wo ich auch gutes Geld verdient habe, wo ich dann aber trotzdem gesagt habe, ich höre auf, ich suche mir etwas Neues, weil mir macht es keinen Spaß mehr. Und was ist das, was mich immer noch hier bei den Optionen bleiben lässt? Warum macht mir das immer noch Spaß? Und ich will euch das mal an einem Beispiel zeigen. Und zwar, ich blende euch jetzt mal einen Chart ein. Und zwar ist das ein Chart von Baumwolle. Und diesen Trade in Baumwolle, den hat vielleicht der ein oder andere im Coaching mitverfolgt, weil wir den wirklich sehr, sehr lang drin hatten. Und zwar haben wir diesen Trade aufgesetzt am 21. Oktober 2016. So, wir hatten aufgrund unserer Systeme, also COT-Daten, saisonelles Muster, Verkaufssignale im Tageschart, hatten wir uns an dem Tag, am 21.10. entschlossen, ich gucke immer mal hier so ein bisschen rüber, weil ich den Chart hier bei mir auf dem Rechner habe, hatten wir uns entschlossen, eine Call-Option zu verkaufen oder besser gesagt mehrere. Der Preis war ungefähr hier so bei um die 70 und wir haben einen 78er Call verkauft. Prämieneinnahme war ungefähr 400, bisschen was über 400 Dollar pro Option und ja, wir waren über 10% weg. Also hat alles im Grunde genommen so gepasst, wie wir uns das mit unseren Trades vorstellen. Und dann passierte Folgendes. Der Markt ging noch genau zwei Tage in unsere Richtung und danach lief er permanent gegen uns. Ne? Also es ging nach oben, ihr seht das ja im Chart, es ging nach oben, es ging nach unten, aber es ging nie unter den Punkt, wo wir eigentlich uns das vorgestellt haben, es ging immer nur gegen uns und zwar permanent, stetig lief es gegen uns. Und das Interessante war aber, dass wir diesen Trade dennoch schließen konnten und zwar am 24.01. Wir haben uns dann entschlossen, den Trade zu schließen, weil wir mit diesem Trade, und ich blende euch auch hier mal das Statement ein, das ist also aus den Kontoauszügen heraus, und ihr seht auch hier, wir haben ein bisschen was über 400 Dollar Gewinn erzielt, das heißt, wir haben jetzt die volle Gewinnsumme von 80%, die wir immer haben wollen, erzielt, aber immerhin ein bisschen was über die Hälfte, und wir haben den Trade dann geschlossen, weil uns einfach das Risiko zu groß war, dass wir natürlich am Ende jetzt noch, es war nur noch ein paar Tage Restlaufzeit, die Optionen verfallen Anfang Februar und wir wollten das Gamma-Risiko ausschließen und wir wollten natürlich auch nicht der nochmal aus einem Gewinner-Trade, der so lange im Depot ist und der so nach oben läuft, nochmal einen Verlierer machen. Und was ist da jetzt das Faszinierende daran? Für mich ist nach wie vor
Börsenhandel etwas grundsätzlich Faszinierendes, weil man eben nur mit der, wie heißt es schön, mit der Kraft seines Kopfes Geld verdienen kann. Ne? Es ist ja keine handwerkliche Arbeit als solche, man erschafft nichts, sondern man verdient einfach nur, weil man denkt, weil man Strategien hat, weil man sie konsequent anwendet, verdient man Geld. So, was ist aber das Besondere beim Verkauf von Optionen? Für mich persönlich gibt es nichts an der Börse, was so fehlerverzeihend ist wie der Verkauf von Optionen. Das heißt, wenn wir diesen selben Trade gemacht hätten mit klassischen Mitteln, das was wahrscheinlich 90-95% aller Trader machen, nämlich du hast ein Short-Signal und du setzt das Ganze dann direktional um, das heißt du setzt auf fallende Preise, dann wären wir mit diesem Trade, hätten wir einen Verlust erzielt. Okay, das ist nichts Schlimmes, das gehört auch zum Trading dazu. Aber die Flexibilität, die du eben mit Optionen hast, also dass du sagen kannst, auch wenn der Preis gegen mich läuft, habe ich dennoch Dinge, die für mich arbeiten. Nämlich in dem konkreten Fall war es der Zeitwertverlust. Und das ist etwas, was es nirgendwo anders gibt, als mit dem Verkauf von Optionen. Das kannst du nicht mit Futures machen, das kannst du nicht mit Aktien machen, das kannst du nicht mit CFDs machen, das kannst du nicht mit irgendwelchen anderen derivaten Produkten machen. Das geht nur mit börsengehandelten Optionen und zwar mit dem Verkauf von Optionen. Und das ist etwas, was mich immer noch fasziniert. Und ich sehe das auch ganz, ganz stark aus den Rückmeldungen von Kunden, Coaching-Kunden. Jetzt ganz viele, die ja diesen Basiskurs hier bei uns sich bestellt habe, um mal in diese Welt der Optionen hineinzuschnuppern. Wenn du den noch nicht bestellt hast, ne, hier, wir machen dir hier unten nochmal einen Link rein, bestell dir den unbedingt, kostet nur 5 Euro und wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast von Optionen, investiere diese 5 Euro und du wirst eine neue Welt entdecken. Das kann ich dir wirklich garantieren. Und also die Rückmeldung auch, die wir von Kunden bekommen, ist einfach, dass ganz, ganz viele sagen, ich bin seit x Jahren an der Börse, ich habe schwankende Ergebnisse gehabt, mal habe ich gewonnen, mal habe ich verloren, wenn die Börse gut lief, habe ich gewonnen, wenn die Börse schlecht lief, habe ich verloren, unterm Strich plus minus null oder minus. Und seitdem ich aber angefangen habe, systematisch und nach Regeln Optionen zu verkaufen, bekomme ich konstante, regelmäßige Gewinne. Das heißt nicht, dass jeder Trade ein Gewinner wird. Das heißt auch nicht, dass jeder Monat ein Gewinner wird. Aber wenn man gewisse Perioden hernimmt, 3 Monate, 6 Monate, dann kann man die immer mit Gewinn abschließen. Und das ist doch was total Faszinierendes. Es gibt immer wieder neue Gelegenheiten, es gibt immer wieder neue Märkte. Man ist quasi am Puls der Märkte auch dran, man bekommt das alles mit, aber man ist eben nicht so ein Spielball der Märkte. Das heißt, wir sitzen quasi etwas abseits, schauen uns das Ganze an, was passiert und ziehen dennoch Geld aus den Märkten. Und das ist das, was mich persönlich nach wie vor absolut fasziniert und warum ich auch so begeistert bin, das anderen beizubringen. Deswegen mache ich eben auch Coachings und deswegen habe ich ein Buch geschrieben und deswegen schreiben wir diese Optionsstrategien jede Woche Mittwoch. Ja, natürlich auch um Geld zu verdienen, aber es ist eben auch so diese Faszination, dass wir diese positive Rückmeldung bekommen, dass also ganz viele Leute sagen, Mensch, endlich habe ich Geld verdient. Endlich habe ich eine Methode gefunden, die mir hilft, an den Märkten Geld zu verdienen. Wo ich nicht mehr ständig ausgestoppt werde. Wo ich nicht mehr Risiken eingehe, die ich nicht abschätzen kann. Wo ich nicht mehr davon abhängig bin, ob der Markt steigt oder fällt. Sondern wo man einfach sagen kann, hier arbeiten die Wahrscheinlichkeiten für mich. Hier habe ich mehr Erfolgserlebnisse als negative Erlebnisse. Hier habe ich Dinge, die für mich arbeiten, wie Zeitwertverfall, Rückgang der Volatilität und so weiter. Und das finde ich eben ist so eine faszinierende Sache. Und ich kenne das von anderen Händlern auch in ihren speziellen Gebieten. Also ich kenne auch, Langfristinvestoren, die sagen, wenn du das mal begriffen hast mit den Dividenden, ne, wie das funktioniert, wie die Dividendensteigerung funktioniert, dann siehst du die Börse plötzlich anders. Ich kenne Daytrader, die sagen, wenn du einmal begriffen hast, was an den Märkten los ist, kannst du am Tag mit 1-2 Stunden richtig viel Geld verdienen, wo sie vorher 8-12 Stunden davor saßen. Und bei mir sind es eben die Optionen. Also das ist eben meine Nische, die ich gefunden habe, die für mich eben exorbitant gut funktioniert, die
mir permanent Gewinne bringt, auch Gewinne deutlich über dem, was man eigentlich so als Durchschnittsanleger, und das bin ich ja nach wie vor, ich bin kein Hedgefondsmanager, ich bin niemand, der hier 500 Leute Research hinter mir hat, sondern ich kann meinen ganzen Handel komplett allein machen. Ich brauche niemanden dazu. Es ist toll, hier so ein gutes Team dazu zu haben, aber ich kann es komplett allein machen. Und deswegen fasziniert mich das Ganze so. Und deswegen würde mich auch mal interessieren, wenn ihr diesen Kanal hier schaut, dann seid ihr ja auch in irgendeiner Art und Weise mit Optionen involviert. Ihr handelt sie entweder auch selbst oder aber ihr interessiert euch für den Handel. Und deswegen mal meine Frage an euch und schreibt mir das bitte in die Kommentare. Was fasziniert denn euch am Handel mit Optionen? Also was ist das, wo ihr sagt, das ist anders als in anderen Börsenbereichen und deswegen handle ich Optionen, deswegen interessiere ich mich für Optionen. Das würde mich wirklich mal interessieren, deswegen seid ganz, ganz fleißig, es ist Wochenende, schreibt mir das bitte alles in die Kommentare rein, ich lese mir das alles, ihr wisst das immer durch. Und wenn ihr natürlich Fragen habt zu bestimmten Dingen rund um den Optionshandel, dann wisst ihr, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Schreibt mir eure Fragen mit in die Kommentare und wir sehen uns dann bestimmt wieder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch schönes Wochenende und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.